Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Nerim. So, in der letzten Aufnahme sind wir ja unter anderem zu Kim noch gegangen, hier in Sildren. Und haben in der letzten Aufnahme vor allem haben wir viele Kopfgeldaufträge gemacht. Am Ende noch genau ein paar Alchemie-Tränke gebraut. Und jetzt würde ich sagen, reden wir mit Kim. So, ich habe mit Akorias geredet. Mein Auftrag ist es, einen weiteren Begabten, Kim Namen, aus der Holzfällersiedlung Sildren ins Sanktum zu holen. Nach Sildren komme ich, wenn ich an Narazu Aranthals Schrein vorbeilaufe und der Straße folge. Und hier ist die Kim. Wer seid ihr? In diese Gegend verschlägt es nur selten Fremde. Ich habe euch hier noch nie gesehen. Ja, du hast doch auch damals mal so einen Brief bekommen, wie wir. Wir können hier nicht reden. Bist du Morlam? Ich will keinen. Der ist auch sehr gesundheitlich angeschlagen. Ja, was ist jetzt? Also, der Brief. Stammt der etwa von euch? Also eigentlich darf ich gar nicht mit Fremden reden. Ich bin nur ein Sklave. Ihr müsst mit meinem Besitzer sprechen. Besitzer? Aber was wollt ihr denn eigentlich von mir? Ich will euch ins Sanktum bringen. Ins Sanktum? Ich habe davon gehört. Da soll ich hin? War es etwa das, wovon im Brief die Rede war? Aber ich bin Sklave. Sie werden mich töten, wenn ich das Gelände verlasse. Deshalb konnte ich ja auch nicht tun, was im Brief stand. Ein Sklave eben, mehr nicht. So ist es mir bestimmt worden. Es wird seine Richtigkeit haben, dass ich hier bin. Eigentlich sollte ich nicht weg. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe oft darüber nachgedacht, wie es wäre, von hier wegzugehen. Irgendwohin, von mir aus auch in dieses Sanktum. Wenn ihr die Mühe dafür, für mich, aufwenden wollt, sprecht mit meinem Besitzer. Aber es ist sowieso vergebens. Das wird nicht klappen. Sklaven sind in Kriegszeiten Luxusgüter und ich verstehe nicht, warum ihr oder dieses Sanktum etwas von mir wollen könnten. Doch sprecht nur mit meinem Besitzer. In der großen Hütte. Creo heißt er. Ah, Creo. Ich bleibe hier und warte. Aber bleibt bitte nicht zu lange weg, sonst suchen sie nach mir. Ja, Creo haben wir schon mal in irgendeiner frühen Aufnahme ja kennengelernt. Naja, also Mädel, also ich habe die Söldner hier eigentlich vor ein paar Aufnahmen aufgeräumt, also weggeräumt. Das heißt, eigentlich theoretisch könntest du einfach abhauen. Theoretisch jedenfalls. So. Da müssen wir mal. Moment. Ach, der Questmarker zeigt auf Kim. Ja, ich muss mit den Sklaven halt der Creo reden und ihn zu bringen, Kim freizulassen. So, wo war denn die Hütte von Creo? Ne, waren die Söldnerunterkünfte? Ah, ich glaube, hier links war das Haus von ihm, ne? Hier, Creos Hütte. Na, sitzt da auf seinen Thron. Was wollt ihr, Fremder? Fasst euch kurz. Ich habe keine Zeit für langes Geschwätz. Ja, ich möchte gern, dass du Kim freilässt. Ihr wollt mir einen Sklaven abkaufen, ja? Wisst ihr überhaupt, wie schwer es heutzutage ist, an Sklaven zu kommen? Meine Sklaven sind unverkäuflich. Wie hoch ist der Preis? Ihr amüsiert mich, Fremder. Warum verdammt nochmal wendet ihr so viel Mühe für einen einzigen Sklaven auf? Hä? Sie sind Sklaven, sie sind Dreck. Mit sowas verschwendet man doch nur seine Zeit. Der Schöpfer hat sie geschaffen, damit sie mir untertan sind. Genauso wie er mich erschaffen hat, weil er einen Sinn für bildliche Schönheit hat. Und wie er mich erschaffen hat, weil er offensichtlich auch einen Sinn für Humor besitzt. Bildliche Schönheit, naja. Aber wenn euch an diesem einen Sklaven so viel liegt, warum auch immer, so könnt ihr mir dafür einen anderen bringen. Sklave gegen Sklave, Auge um Auge, versteht ihr, ja? Ansonsten lasst mich in Frieden. Was ich ja immer noch cool finde, ist, das ist ja ein Sprecher aus dem Original, also aus dem Vanilla Oblivion, ne? Also den deutschen Sprecher natürlich. Es ist, der hat ja, also der Sprecher hat ja in Oblivion die Rollen der Bretonen und Kaiserlichen gesprochen. Aber ich finde auch cool, dass der hier auch mitgesprochen hat.
Kim war jetzt dahinter. Nee, Moment, wo war Kim jetzt? Gott. Das Dorf ist schon so klein, trotzdem verrenne ich mich hier. Und was sagt er? Will er. Nein. Er will einen Tausch, nicht wahr? Sklave gegen Sklave. Ihr braucht nicht erst zu suchen. Ihr findet in dieser Zeit keinen Sklaven, den ihr kaufen könntet. Ich sagte doch, es ist vergebens. Die einzige Möglichkeit wäre, dass ihr. Ach nein, was rede ich da? Ich wollte sagen, ihr könntet euch eintauschen. Ja, klar. Dann würden sie euch in die Festung des Dorfes bringen und ihre Tradition vollführen. Die Taufe. Taufe. Der neue Sklave muss dadurch. Toll. Dort könnte ich euch rausholen. Ich kenne einen Schleichweg in die Festung hinein. Wir könnten dann zusammen fliehen, ohne dass Creo oder die Söldner was merken. Ich fürchte, das ist die einzige Möglichkeit, denn jetzt einfach so fortzulaufen wird nicht klappen. Wieso nicht? Ist doch keiner mehr hier am Leben. Die Söldner sind doch alle tot. Du kannst doch einfach abhauen. Und woher sollen die wissen, wo du hinrennst? Na, ich weiß nicht, vielleicht haben sie ja den Brief. Ich weiß es nicht, ob die noch den Brief, ob die den Brief von ihr haben. Ja, okay, ist doch schwierig vielleicht. Im Übrigen, Kim, ist je nachdem, welches Geschlecht man spielt, entweder Männern oder Weiblein, dementsprechend das andere Geschlecht. Also wir spielen ja jetzt hier einen Kerl, das heißt, in unserem Fall ist Kim jetzt ein Mädchen, eine Frau. Wenn wir jetzt aber einen weiblichen Charakter spielen würden, wäre Kim ein Mann. Obwohl Kim für einen Mann, Kim, der Name Kim für einen Mann irgendwie seltsam ist. Aber es hat einen besonderen Sinn, aber dazu kommen wir noch. Das offenbart sich später. Man kann sich ja vielleicht schon erahnen, warum Männlein, Weiblein, sage ich mal nur so, ne? aber es ist auch witzig, je nachdem, was für ein Geschlecht man spielt, ist halt Kim das genau gegensätzliche Geschlecht halt einfach. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, ich kann dir vertrauen, Kim, ne, wenn ich mich jetzt für dich opfere quasi. Es mag einen guten Grund geben, warum ihr dieses Risiko meinetwegen auf euch nehmen wollt. Wegen eines Sklaven. Ich sehe diesen Grund nicht, aber ich bin euch schon jetzt sehr dankbar. Dann solltet ihr nun zu Creo gehen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich kann dir vertrauen, Mädel, wenn ich mich jetzt für dich als Sklave hinstelle. Oh mein Gott. Na, seid ihr immer noch so scharf auf unser Kämchen? Oh ja. Habt ihr mir einen Sklaven zum Tausch mitgebracht, ja? Oh mein Gott. Dass ich das echt sage, dann nehmt mich, ey. Oh mein Gott. Der Schöpfer hat wahrlich einen guten Sinn für Humor. Aber gut, wie ihr wollt. Oh. Kim kommt frei. Und ihr seid dafür mein. Ja. Es war schließlich eure Entscheidung. Viel Spaß bei der Taufe, hä? Hey, ihr ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht umdrehen. Das. Es wird auch gar nicht wehtun. Ah, cooles Bild. Ah, Mist, unsere Ausrüstung ist natürlich jetzt weg. Die Söldner haben mich niedergeschlagen und in die Festung oberhalb von Sedren verschleppt. Ich hoffe, Kim holt mich schnell hier raus. Die Situation verspricht, ungemütlich zu werden. Oh, hier liegen Zombie-Leichen und Menschenleichen. Oh, ist ja alles verschwommen gerade noch. So, da sind wir. Wir werden dich jetzt auf dein Sklavenleben gebührend vorbereiten. Wenn wir mit dir fertig sind, bekommt das Wort Gehorsamkeit für dich eine ganz neue Bedeutung. Genau. Dann wirst du winseln. Halt die Klappe. Wir verstehen übrigens unser Handwerk, auch wenn man es dieser Dumpfbirne da nicht ansieht. Mhm. Du wirst nicht sterben. Wir brauchen dich ja noch für die Arbeit. Vor der Arbeit kommt das Vergnügen. Sei gut, verdammt. Was ist mit dem? Wir wissen, welche Wunden die größten Schmerzen verursachen, ohne dabei zu töten. Ich meine, wer zum Teufel braucht denn schon Ohrläppchen? Oh. Fingernägel. Oder was anderes. Alter, der Typ, ey. Gewissen Menschen hätte der Schöpfer keine Zunge geben dürfen. Apropos. Ach nein, die muss bei dir leider drin bleiben. Befehl vom Boss. Aber fangen wir an. Ja, fangen wir endlich an. Sag noch ein Wort. Der könnte von Shiogura geschickt sein. Ach, da ist doch Kim. Cool. Wir sehen ruhig, der uns anstarrt, anstatt auf uns einzuschlagen. Cool. Kim. Wir haben es geschafft. Jetzt können wir durch den Schleichweg aus der Festung fliehen. Und Creo wird es erst merken, wenn wir schon längst weg sind.
Er wird mich vielleicht suchen, aber ins Sanktum kommt er bestimmt nicht. Zuerst holen wir deine Sachen und dann verschwinden wir. Geh du vor. Kommt drauf an, ob er einen Brief hat, weiß ich ja nicht. So, jetzt holen wir uns aber hier Ausrüstung. Ziehen wir zwar diesen Raphael kurznackig aus. So. Mit unserer Super-Duper-Windel. So, jetzt haben wir schon mal ein Schwert. So, jetzt sehen wir eigentlich quasi aus wie am Anfang des Spiels. So, wir haben auch einen Heiltrank. Kohle haben wir. Na, Rattengift. Okay, Handsense brauchte ich jetzt nicht. Warte, tue ich das mal wieder zurück. Da lag doch gerade eben genau eine Fackel. Leiche. So, nehmen wir mal die Fackel zur Hand. So, warte. Zwei der 8-1. Lassen wir den erstmal an, würde ich sagen. 1-1. Die Axt macht 3 Schaden. Unser Schwert macht natürlich 6 Schaden, weil wir sind ja mit dem Schwert besser geschult. Also trainiert. Jetzt sehen wir quasi genauso aus wie wir am Anfang des Spiels. Vor allem geh du vor. Ich habe keine vernünftige Waffe, ich habe nur so ein Eisending. Ah, ich habe noch eine Fackel. Hammer. Das ist Hammer. Eisenerz. Ah ja, jede Menge Tränke. Und Stoff brauche ich nicht. Jetzt müssen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr auf unsere Zauber gehen, aber wir haben einen sehr, sehr starken Zauber. Bogen haben wir momentan noch nicht. Ist noch eine Fackel. Wir haben keine Dietriche. Der Gang, durch den Kim heruntergekommen ist, ist zu steil, um nach oben zu klettern. Leider ist die einzige Tür in Richtung Ausgang fest verschlossen. Wir werden zuerst in der anderen Richtung einen Schlüssel suchen müssen, bevor ich an meine Sachen komme. Okay. Was steht da? Anweisungen. Der Druide Raphus, würde ich sagen. Ratus? Raphus ist das. F soll das, glaube ich, sein. Betreibt seine Forschungen im Schluchttal hinter der Festung. Wir benötigen seine Magie und die Bäume, um das Dorf herum wieder wachsen zu lassen. Baratheon hat kürzlich versucht, Raphus anzuwerben. Der hat aber sich darauf nicht eingelassen. Nun versucht der Kanzler, ihn deswegen zu vernichten. Da seine Männer vor kurzem das Dorf durchsucht haben, kann es sein, dass sie auch in der Festung auftauchen. Da ist es wichtig, dass diese Tür verschlossen bleibt. Offiziell ist dies nur ein Ereignis zu den Folterräumen. Baratheon weiß nichts von der Bergschlucht. Begründet war auf der Tatsache, dass man Druiden in Wäldern und nicht in Folterräumen sucht, werden seine Männer die geschlossene Tür ignorieren. Zumal wir angeblich den Schlüssel schon vor Jahren verloren haben. In Sidereen wird schließlich niemand gefoltert, nicht wahr? Unterzeichnet Anführer Creo. Ah ja, also Sklavenbesitz ist also... klar, ist natürlich nicht wirklich richtig legal, logisch, aber... Das heißt, er macht das so ein bisschen unter der Hand. Ja gut, wenigstens haben wir so einen starken Zauber. Ja. So. Das haben wir auch einen Bogen bekommen. Berglager von Sildren. Ah, wir haben natürlich jetzt die Sache nicht auf Hotkeys gelegt, aber das machen wir erstmal nicht, würde ich sagen. So, der ist schon mal down. Warte, bevor du da runterfällst. Morgenlufttrank. Ich kann uns das mal ein bisschen ausrüsten. Also mit Tränken und Met. Ah, komm schon.
Der ist auch gut gestorben. Moment. So. Pergament. Komm, ich nehme die Tränke jetzt mal alle mit. Man weiß ja nie. Also mit so einem zugefrorenen Teich. Macht er sich eine Eispranke? Ach, das ist ein Häschen. Stock am Boden. Folgen wir mal dem Häschen. Ah, da hinten sind noch. Mist, die haben es direkt schon gesehen. Oh Mensch, Kim, bleib doch nicht im Weg stehen. Ancient Kinder. Gerade sind die Kämpfe etwas chaotisch für meinen Geschmack. Er will auf meinen Grab tanzen, ah ja. Mensch, Kim, machst du überhaupt irgendwie Schaden? Ich bezweifle es ja irgendwie. Eine gegückelte Unterhose. Okay. Sind wir da? Nochmal eine Anweisung. Befehl an die Sklaven. Seit unser Anführer und ehrenwerter Besitzer Creo bei Schneeglätte auf den Gang ausgerutscht ist und sich dabei an der Außenkante die Nase krumm geschlagen hat und die Sklaven dazu angehalten, den Pfad bei Schneefall sofort freizulegen. Zuwiderhandlungen werden mit der Abtrennung eines oder mehrerer Gliedmaßen bestraft. Wenn Creo wieder stürzen sollte, verlieren alle Sklavenmänner ein ganz besonderes Gliedmaß. Aua. Ah ja, okay. Na, komm. Ein bisschen gebratene Ratte. Sag nicht, die ernähren sich von gebratener Ratte. Wir brauchen Dietriche. So, ein Dietrich haben wir. So. Ring der Erdung, Schock widerstehen. So, haben wir erstmal einen festen Schlüssel zum Berglager. Und an Raphus. Zum Grüße, Raphus. Diese Schmeißfliege Baratheon hat irgendwie herausgefunden, dass du dich hier aufhältst. Er hatte seine Wachen ins Dorf geschickt, wo sie die Häuser gefilzt haben. Da ist es wichtig, dass du in deinem Lager bleibst. Es liegt gut versteckt mitten im Berg. Keiner außer uns weiß, dass es überhaupt existiert. Baratheon scheint einiges Interesse daran zu haben, dich zu kriegen. Dass du als Druide Magie nutzen kannst, gefällt ihm wohl nicht. Dazu kommt, dass du ein Eterner bist. Allerdings benötige ich deine magischen Fähigkeiten, deshalb werde ich dich schützen. Ich habe dir den Schlüssel dagelassen, mit dem du wieder in den oberen Bereich der Festung gelangen kannst. Es ist aber wichtig, dass du diese Tür verschlossen hältst, damit die Männer von Baratheon, wenn sie in die Festung suchen würden, nicht hineinkämen. Gezeichnet Creo. Ah, das heißt, dieser Creo hat also den, diesen Raphus, geschützt. Ah, Quest beendet. Wissen ist ein Schwert überlegen. Jawohl, es war die Quest mit den 100 Büchern. Ihr habt 100 Bücher gelesen und erhaltet nun die Fähigkeit Weisheit, welche eure Intelligenz verbessert. Die Weisen können Einfluss auf die Mächtigen nehmen, denn Wissen ist nur eine weitere Spielart der Macht. Mit einer Feder kann dieses Schwert bezwungen werden und mit Worten können Legionen und Reiche zu Fall gebracht werden. Stopp mal eben. Das war mal Magie. Cool, festige Intelligenz 5 Punkte. Das heißt, wir haben auch ein bisschen mehr Mana. 148 Mana, glaube ich. Erfolg wissbegierig verdient. Ah, fürs Lesen von 100 Büchern. Ja, okay. Oh. Ach, da hat sich eine Waffe geholt. Oh, der hat Kim entwaffnet. Ha, cool. Raphus.
Ja, okay. So, den Schlüssel haben wir, das heißt wir nichts zurück zu der Tür von vorhin. Im Übrigen, ich habe euch ja letzte Aufnahme gefragt, was ihr davon halten würdet, wenn wir nach Nerim direkt Enderal spielen würden. Da haben bis jetzt zwei Leute sich gemeldet, einmal der gute Hermes und der gute Cratify. Beide haben gesagt, die hätten nichts dagegen, wenn wir dann als nächstes Enderal angehen würden. Da habe ich auch nichts gegen. Wie gesagt, Nerim wird ja noch eine Weile gehen. Und ja, mal sehen, ob noch ein paar weitere von euch sagen oder kundtun, ob sie gerne Enderal oder Skyrim sehen wollen. Sagen wir mal, Unfrage. In dem Sinne geht ja noch bis, solange noch Nerim läuft, ne? Gucken wir mal, ob ich das Schloss geknackt bekomme. Na, schade. Na gut, dann nicht. So, abhege ich das nochmal im Schleichen. Wie gesagt, sagen wir mal Umfrage, Anführungszeichen Umfrage, geht ja noch so lange, bis Nerim das Let's Play halt noch andauert. Und das wird noch eine Weile lang dauern. Bis dahin ja, sammle ich jede Stimme, ne? Aber nur so kurz mal so zwischen Review. Ja, also, wie konnte ich daneben schießen? Warum machst du die Tür zu, Kim? Lass das Tür auf. Brot. Dann kann man das Brot nicht hier mitnehmen. Fünf Gold. Ein Messingring. Mehl. Eine Erdbeere. Mann, ich hasse das mit der Maus jedes Mal, ey. Also oben sitzt jemand. Ach, verdammt, ich hab trotzdem eben von daneben geschossen. Aber merkt man, mit dem Eisenbogen, den wir hier haben, machen wir nicht so viel Schaden als mit unserem Silberbogen, ne? Jo, Kim. Menschenskinder. Alter, was ist denn gerade los? Das treffe ich gerade gar nichts mehr. Jetzt aber. Moment, ich muss mal kurz ein bisschen mit der Maus hier hantieren. Hilfe, ey. So. Rotleib Dietrich. Ach, guck mal, was wir haben. Hier haben wir sogar ein Nerim-Symbol, das 20. Symbol. Pinsel. Zwei Fackeln. So. Tragen auch keine richtige Rüstung. Die tragen ja nicht mal richtige Schuhe. So, noch ein Heiltrank. Ah, ich bin froh, wenn wir gleich wieder unsere Ausrüstung haben. Da schläft jemand.
Brauchst doch nicht aufstehen. Oh, Kim, mein Gott, ey. Double-Treffer. Hauptsache, Kim läuft mir immer von die Flinte. Nein. Also, Flinte, ne? Von dem Bogen, besser gesagt, ne? Nicht von die Flinte. Ach, ihr wisst doch, was ich meine. Das Pergament. Rolle des Feuerschlags. Also ein paar Eisenpfeile drin. Moment. Okay, ist unmöglich. Hier geht es auch gleich raus. Vielleicht kommen wir gleich so raus. Deine Sachen sind da in der Kiste. Ah jawohl, endlich. Da ist auch ein Schlüssel. Moment, ich habe meine Sachen gefunden, verstaut in der Truhe in der Nähe in Kreos Söldnerfestung. An dieser Stelle scheint auch ein Geheimgang anzusetzen. Um durchzukommen, muss ich allerdings erst einmal die Kisten aus dem Weg räumen. Ab dort geht es hoffentlich reibungslos weiter zum Sanktum. Und hinter den Kisten hier ist ein alter Gang, durch den ich reingekommen bin. Wenn du sie zur Seite trägst, können wir dort lang nach draußen. So, erstmal hier jetzt hier meine ganzen Sachen alle mitnehmen. Cool. Oh, Hänger. Oh, oh. Na. Na, komm. Was heißt nicht schon wieder irgendein Absturz hier? Oder braucht er gerade nur so lange, bis er unser Inventar geladen hat? Oh mein Gott. Ja, okay, Leute, ich mache mal eben kurz hier einen Schnitt, glaube ich. Wir sehen uns dann gleich wieder. Okay, da bin ich wieder. Ich habe meine Ausrüstung jetzt gerade kurz angenommen. An mich genommen, jetzt ziehen wir uns aber erstmal dementsprechend wieder vernünftig an. Ja, die ganzen Hotkeys sind natürlich jetzt alle weg. Scheiße. So, jetzt brauchen wir jetzt mal eine Weile. Also, machen wir das mal hier aus. Die Fackeln machen wir jetzt mal hier auf die 1 wieder. Auf 2 machen wir unsere Reparaturhammer. So. 3 war unser Nahkampfschwert. 4 war unser Bogen. Okay, 5 haben wir ja schon. Und sonst ist der Rest ist wieder da. Alles klar. Dann ziehen wir uns das mal jetzt dementsprechend wieder besser an. Genau, dann das hier, dann Marker festigen. Genau. Alles klar, dann ist mal wieder so einen richtigen Bogen, mach mal eine Fackel an, dann reparieren wir jetzt mal das ganze Zeug. Beziehungsweise rissen wir mal kurz mal irgendwie unser schönes Schwert aus. So, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder vollständig. Was ich gerade auch gesehen habe, hier ist noch eine kleine Schatulle. Okay. So, die müssen wir jetzt hier einmal wegschieben. Ah Gott, komm schon. Mal aus dem Weg bitte. Ich sagte, aus dem Weg. So, wie Kim jetzt da durchkommen will, weiß ich nicht. Wir gehen weiter. Ah, wo Kim ist noch hinter uns. Ja, okay. So, jetzt kommen wir hier endlich raus. So.
Genau, sind wir in dieser Festung, wo wir schon mal waren. Das mache ich als allererstes erstmal ein Safe. So, also ich erstmal nämlich eine Eispranke. Jawohl. Eispranke. Kann eigentlich ruhig mal mit Eisschaden hier vergiften. Ich trinke mal kurz ein Met. So, ist hier eigentlich noch irgendwas versteckt? Schauen wir uns mal eben kurz hier oben um. Wie zum Beispiel Eisenerz. Hier nicht. Geht aber ziemlich weit nach oben. Nö, wirklich, es versteckt es jetzt hier aber auch nicht. Da können wir eigentlich direkt wieder runtergehen. Aber wir haben ja den Kerkerschlüssel bekommen. Jetzt können wir da unten durch die Tür gehen. Und da werden wir, wo wir gerade eben auf der anderen Seite standen, wir ja gerade eben. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt hier. Oder auch nicht. Wofür war denn gerade dieser Kerkerschlüssel gewesen? Naja, egal. So, bevor wir jetzt mal zum Sanktum gehen, gehen wir aber nochmal nach Sildren und nehmen natürlich Rache für unsere Gefangennahme, für unsere Taufe an Creo. Ich denke mal, es wird auch in Kims Interesse sein. Sich links ein Schattenwolf. Ja, wir gehen jetzt mal schnurstracks jetzt zu Creo und danach direkt ab ins Sanktum. Bevor nämlich noch diese Fliegenpilze hier mit. Aber ich glaube nicht, dass wir Schleichangriffe selbst landen können. Wir gehen trotzdem mal in Schleichen. Guck mal, kann sogar auch zaubern. So, Creo. Warum jetzt? Hat doch sogar die Straßendieb-Handschuhe an. So. Dann haben wir das. Dann ist auf. Zurück ins Sanktum. Aber ich glaube, wenn wir. Wie liegt der denn da? Okay. Warum hat der sein. Also ich habe die Rüstung nicht von dem ausgezogen. Warum legt der hier nackt rum? Können wir jetzt weiter ins Sanktum? Okay, wegspawnen in der Rehe. Okay, wieso nicht? Echt? Doch, das müssten wir gewesen sein. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Ah genau, wenn wir Begleiter dabei haben, können wir uns nicht teleportieren oder sowas. Das heißt, wir müssen jetzt wohl über mal kurz ins Sanktum laufen, aber es ist ja nicht allzu weit. Unterwegs können wir nochmal hier ein paar Pilze einsammeln. Hier liegen ja wirklich überall nur tote Tiere rum. Wölfe, Bären, Kobolde. Ja, wir haben schon gut aufgeräumt hier. Ach doch, Lavendel, das kann ich schon mitnehmen. Wow, okay, Hilfe, ey. Ich habe schon wieder befürchtet, dass das Spiel sich gleich wieder aufhängt.
Aber ich habe es ja schon tausendfach mal erwähnt, bei der Steam-Version war das nochmal tausendmal schlimmer. Da muss man echt wirklich Sorge haben, dass durch die ganzen Lags hier, dass das Spiel andauernd abstürzt. Hier hält es sich ja noch in Grenzen, obwohl es ja eigentlich auch in letzter Zeit öfters abstürzt, aber nicht so häufig wie die Steam-Version, ich sag's halt nochmal. Gut. Sollen wir eigentlich jetzt gehen? Akorias. Das war ja im Haus der Templer, ne? Ja genau, wir haben noch eine Quest von Valmeria letzte Aufnahme ja noch bekommen. Wir müssen aber nach Gilead demnächst. So, hier, Haus der Templer. Ah, da seid ihr ja. Kim, ihr geht am besten gleich zu Merzul. Ja gut, mache ich. Von hier finde ich, denke ich, allein... Quest beendet. Vielen, vielen Dank für die Hilfe. Wir sehen uns sicher wieder.